So, hallo und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile 7. Folge Daylight, dürfte richtig sein. Wir haben hier letztes Mal aufgehört auf dem Treppenhaus und es geht direkt weiter. Und es scheint, als würden wir der Freiheit nahe kommen. Und ich höre einen Lärm, als ich habe wie einen Zug. Da hinten ist eine Stadt. Ich glaube nicht, dass ich schwimmen werde. Guck mal, wie die Wellen da gehen. Außerdem höre ich da draußen die ganze Zeit irgendwas gehen. Das verstört mich etwas. Ach, jetzt wird gespeichert. Eiskalt. Okay. Mal kurz gucken. Ich glaube echt nicht, dass ich schwimmen will. Da vorne ist doch... Ist das eine Brücke? Oder was ist das? Das sieht aus wie so ein Stegdingens. Was das einfach für einen Zugang hat hier. Krass. Bisschen übertrieben. Okay. Sieht zwar alles nicht so cool aus. Also aus der Engine hätte man definitiv mehr rausholen können. Ist ja die Unreal Engine 4, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt jetzt. Da ging definitiv mehr. Also würde mehr gehen, meiner Meinung nach. Aber ist auf jeden Fall gut umgesetzt dafür, dass es halt ein Spiel ist, was so billig ist. Könnt ihr euch übrigens selbst auf Steam auch kaufen. Ich glaube 15 Euro? Keine Ahnung. 1. Dezember 1985. Gentlemen, während einige Teile des Krankenhauses mehr Aufmerksamkeit benötigen als andere, bin ich doch zuversichtlich, dass wir mit dem Bau des Hospizes noch dieses Jahr beginnen können. Okay, Hospize heißt es. Falsch ausgesprochen. War verwirrt gerade. Gleich außerhalb des Gebäudes befindet sich ein Wald, der alles hat, was man sich wünschen könnte. Geschichte, Charakter und Schönheit, die nicht in Worte zu fassen ist. Die Gerüchte, aber ein Creme-Problem sind zwar richtig. Über ein Creme-Problem sind zwar richtig. Aber ich bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Monaten in den Griff bekommen werden. Ich denke, wenn die Einrichtung in den kommenden 2 Jahren fertiggestellt wird, können wir vom wachsenden Wohlstand der Bürger dieser Stadt profitieren und ihnen einen prachtvollen Ort bieten, an dem sie ihre goldenen Jahre verbringen können, bis sie friedlich einschlafen. Hochachtungsvoll, Tom Miller. Okay. Also müssen wir hier irgendeinen Wald wahrscheinlich. Was habe ich jetzt gerade gemacht damit? Das wüsste ich ganz gerne. Habe ich hier das Wasser aufgedreht? Wieso kann ich das nicht benutzen? Oh, ist das damit gemeint? Was... Okay. Seltsam. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das außerhalb sein... Warte mal. Wie könnte ich denn da hinten hinkommen? Muss ich echt schwimmen? Manchmal kommt mir das gar nicht mehr so abwegig vor, weil ich sehe hier einfach nichts, was ich sonst machen könnte. Wofür war das hier? Ich kann eh nur das benutzen, ne? Drin gibt's ja gar nichts. Den Schlauch kann ich auch benutzen, aber das geht gerade nicht anscheinend. Warum denn nicht? Ich schalte das nochmal um hier. Kann ich nicht. Ja, geil. Verwende Signalfackeln, um dich zu schützen. Na gut, dann geht's ja gleich wieder los. Wo kann ich hier irgendwo drüber oder so? Du kannst auf manche Objekte klettern. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Ja, aber wo ist denn hier so eine Kiste? Hier? Nee. 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 Hier komme ich nirgends drauf. Ich muss sicher hinten irgendwo drauf klettern. Oder? Nee? Hä, wo muss ich denn hin? Gerade hänge ich ein bisschen. Wo habe ich denn diesen Tooltip bekommen? Hier irgendwo, ne? Also manche Kisten mit Seilen können bewegt werden. Ja, aber... Oh, warte mal. Achso, das ist für die Kiste da hinten. Aber da komme ich doch nie im Leben hin. Hä? Verstehe ich gerade nicht.
Hier kann ich auch nicht hoch. Oh mein Gott, es hängt. Warum? Nein. Ah, okay, es geht wieder. Was war das denn? Ich glaube, das ist dieses Problem, was man mit Fraps hat. Ich nehme mit Fraps nämlich auf. Und da gibt es ein bekanntes Problem mit dem Spiel. Ich habe das halt einfach eiskalt ignoriert. Hä, wie komme ich denn hier weiter? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Muss ich irgendwas mit diesem Schlauch machen? Ich kann den ja gar nicht benutzen. Ist es gerade verbuggt oder was ist denn das Problem? Verstehe ich nicht so recht. Ha. Interessant. Hopp. Spring. Spring, Sarah. Nein. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Das kann ich nicht aktivieren. Komme ich hier hinten rum? Nee, ich kann hier nicht weitergehen. Hä? Hä? Ich bin am Ende meines Lateins. Wieso geht das denn nicht? Was? Wo kann ich hier vorbei? Nein, kann ich auch nicht. Das muss doch irgendwie... Emergency Flares. Aha. Ich muss hier da unten draufklicken. Vielleicht ist es bei dem Ding jetzt hier auch anders, bei dem Schlauch. Nee, scheint nicht so der Fall zu sein. Das macht mich gerade traurig. Warum kann ich das hier... Und warum kommt hier immer die Meldung, verwende Signalfackel, um dich zu schützen? 1 Million-prozentig ist die alte da drinnen in diesem Haus. Ich verstehe nicht, wie ich hier weiterkomme. Ob das ein Bug ist oder was auch immer das ist. Oh, warte mal, gerade hat sie die Hand ausgestreckt. Streck die nochmal aus, Sarah. Wohin wolltest du greifen? Ich verstehe das nicht. Ich laufe nochmal kurz hier zurück. Vielleicht sehe ich hier noch irgendwo was. Sieht aber nicht so aus. Hier gibt es auch nichts mehr. Muss ich denn echt schwimmen jetzt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Kann ich überhaupt schwimmen? Nein, kann ich nicht. Oh Gott, da oben ist dieser Wald. Sieht richtig scheiße aus. Hä, ich verstehe das gerade nicht, wie ich hier weiter muss. Was? Zum Teufel. Da sind ja die Flares drin, ja. Wieso kann ich diesen Schlauch denn nicht benutzen? Warte mal, ich habe eine Idee. Machen wir das mal so. Leuchtstab an. So, den lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Vielleicht hilft uns der ja. Im Sinne von... irgendwas entbuggen, falls das verbuggt ist. Oder er zeigt uns irgendwie was. Aber ich glaube nicht, dass zweiter das der Fall sein wird. Überall sind diese Zeichen drauf, die man nur mit dem Leuchtstab sehen kann. Aber auf meiner Hand sind die mittlerweile nicht mehr. Die hatte ich doch früher mal. Komisch. War ich wohl beim Tätowierer und habe mir die wegmachen lassen. Machen wir mal ein paar Fußabdrücke hin. Einfach so. Jo, kein Ding. Nimm diesen Schlauch. Los, Sarah. Los, nimm ihn. Nimm ihn jetzt in die Hand. Los. Der Weg zeigt mir auch, dass ich da hin muss. Also wenn ich auf die Map gucke. Nur wie komme ich hier drüber? Komm her, Kiste. Gott, Alter. Ich bin verwirrt. Ich glaube echt, ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, was ich jetzt hier machen soll. Hä, habe ich den fallen lassen? Den Leuchtstab? Warum? Ich kann nicht mehr aufheben. Achso, leuchtet er nicht mehr, dann lässt ihn einfach fallen. Okay, egal. Wie dem auch sei, dann beende ich die Folge jetzt halt, weil ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Die Live-Folgen sind halt total unterschiedlich von Länge, aber ich habe halt echt keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll, was ich jetzt machen soll. Das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht funktioniert es auch nach einem Neustart, ich weiß es nicht. Werden wir auf jeden Fall dann sehen. Ah, hier haben wir noch was. Vielleicht brauche ich das zuerst. Wehe, das ist der Fall.
18. Mai 1986, Jason Bertelli. Todesfall auf geplanter Baustelle. Mehrere Mitarbeiter haben die Wälder nach einem geeigneten Baugelände durchsucht, als sie in der Ferne eine Frau weinen hörten. Sie liefen los, um nachzusehen, aber der dichte Nebel schränkte ihre Sicht ein, woraufhin einer von ihnen in den Brunnen stürzte. Ist hier irgendwo ein Brunnen? Hey, ich sprinte doch gar nicht. Warum läuft die denn? Die dumme Kuh. Das kann ich mir trotzdem noch nicht nehmen. Aber vielleicht kann ich den Schlauch jetzt benutzen. Nein! Warum? Gott verdammt. Ich verstehe das nicht. Ihr müsst mir das echt in die Kommentare schreiben. Ja, dann beende ich die Folge. Die ist sicher nicht gut, tut mir sehr leid. Aber anders geht's gerade nicht. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.